Deshalb kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt Nummer 53. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Schutz des Instrumentes Parlamentarische Initiative gegen Missbrauch. Drucksache 3461 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Als erster gemeldet hat sich Herr Scholz. Und dann hat er auch das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Die Staatsgewalt liegt unveräußerlich beim Volke. So heißt es im Artikel 70 der Hessischen Verfassung. Unsere Demokratie eröffnet jedem Bürger einen Möglichkeitsraum, um sich politisch einzubringen und mitzugestalten. Alle fünf Jahre hat das Volk des Landes Hessen die Gelegenheit, mit seiner Stimme zu entscheiden über die Zusammensetzung des Parlaments, die Übernahme der Regierungsverantwortung sowie die Kontrolle des Regierungshandelns. Die Interpretation des Wahlergebnisses der Landtagswahl 2018 ist eindeutig. Das andauernde politische Versagen der Kartellparteien, somit von Ihnen, führte dazu, dass 378.692 der 4,3 Millionen wahlberechtigten hessischen Bürger, das heißt beachtliche 13,1%, eine wirkliche oppositionelle Kraft, die Alternative für Deutschland, in das hessische Parlament wählten. Aus tief verwurzelter Unzufriedenheit mit Ihrer Politik erteilten uns diese Wähler mit ihren Stimmen den klaren Auftrag, Ihnen, den Altparteien, auf die Finger zu schauen, Probleme und Missstände unmissverständlich zu benennen und uns für eine Politik zur Stärkung des Gemeinwohls und zur Festigung der demokratischen Freiheitsrechte einzusetzen. Zur Erinnerung, der parlamentarischen Arbeit kommt ausschließlich dienende Funktion gegenüber unserem Volke zu und mitnichten die Befriedigung parteipolitischer Machtinteressen, verehrte Abgeordnete. Den Abgeordneten stehen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Landtag ca. ein Dutzend Instrumente in Form von parlamentarischen Initiativen zur Verfügung. Darunter fallen unter anderem kleine und große Anfragen, Auskunftsersuchen und Anträge, deren Charakteristika in der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages festgestellt sind. Diese Geschäftsordnung stellt eine wesentliche und notwendige Voraussetzung zur vollumfänglichen Funktionalität unseres Parlaments dar. Ihr Rahmen erzeugt Transparenz und Rechtssicherheit. Die konsequente Einhaltung der Bestimmungen unserer Geschäftsordnung wird beaufsichtigt durch den von allen Fraktionen einstimmig gewählten Landtagspräsidenten. Damit wird das Ziel verfolgt, jedwede Handlungspraxis zu unterbinden, welche sich als geeignet erweist, die Unterstützungsbereitschaft der Bürger für das parlamentarische Prozedere zu beschädigen und infolgedessen unsere Staatsform mit ihrem Rechtsstaats- und Gewaltenteilungsprinzip zu unterminieren. So viel zum hehren theoretischen Anspruch. Meine Damen und Herren, leider muss seitens unserer Fraktion konstatiert werden, dass gewählte Volksvertreter des Hohen Hauses die Ermessensspielräume der Bestimmungen unserer Geschäftsordnung in mutmaßlich missbräuchlicher Absicht überdehnten, indem sie parlamentarische Initiativen nicht zur Erkenntnisgewinnung einsetzen, sondern zur Diskreditierung und öffentlichen Verächtlichmachung eines politischen Kontrahenten, der Alternative für Deutschland. Die Kleine Anfrage 20/2688 der Fraktion der SPD mit dem Titel „Schutz der Gemeinnützigkeit eingetragener Vereine gegen Rechtsextremismus“ ist eine Reaktion auf mein Auskunftsersuchen 2059 an die Hessische Landesregierung vom 26. Februar 2020 zum Thema Gemeinnützigkeit des Vereins Fulda stellt sich quer e.V., dessen Beantwortung seitens des Ministeriums für Finanzen mir seit dem 2. April vorliegt. Frau Abg. Sabine Watschke aus dem Wahlkreis Fulda gab hierzu bereits am 28. Mai auf fuldainfo.de ein Interview. Zitat: „Es ist Zeit, Tacheles über Vereine wie Fulda stellt sich quer zu sprechen, damit die Diskussion über die Gemeinnützigkeit ein für allemal beendet wird. Solche Vereine leisten einen wertvollen Beitrag zur Stärkung demokratischer Strukturen.“ Zitat Ende. Diese Behauptung, Frau Watschke, findet sich übrigens auch in der Vorbemerkung der erwähnten Kleinen Anfrage.
Des Weiteren berichtet die Abgeordnete, dass sich die SPD auf ihrem Bundesparteitag im Dezember 2019 in Form eines Antrags mit der Organisation der Bundesvereinigung, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, solidarisiere. Zu dieser Vereinigung gleich einiges mehr. Liebe Frau Watschke, verehrte Fraktion der SPD, ja, wir reden jetzt Tacheles. Die längst überfällige Diskussion hinsichtlich der Gemeinnützigkeit derartiger Organisationen beginnt erst richtig. Denn jetzt ist sie dort, wo sie auch hingehört, im Plenum des Hessischen Landtages. Und seien Sie gewiss, diese Diskussion werden wir die gebotene Öffentlichkeit verschaffen. Gemäß § 36 der Geschäftsordnung des Landtages bietet das parlamentarische Instrument Auskunftsersuchen dem Abgeordneten die Möglichkeit, sich über einen Sachverhalt von lokalem Interesse durch die Landesregierung informieren zu lassen. Die Aktivitäten des gemeinnützigen Vereins Bündnis Fulda stellt sich quer richten sich faktisch gegen alles, was sich dem links-grünen Deutungsmonopol entgegenstellt. Besonderes Objekt der Begierde ist dabei meine Partei, die Alternative für Deutschland. Eine monatelange Diffamierungskampagne, begleitet von Lügen über einen Direktkandidaten unserer Partei zur Landtagswahl, sind charakteristisch für die Handlungspraxis dieses Vereines. Denn das OLG Frankfurt Ende letzten Jahres zu einem Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 € verurteilte. Diese Vorkommnisse sowie die von mir vorgenommene Analyse der Vereinssatzung bildeten die Grundlage für das Auskunftsersuchen. Die erfolgte Antwortung der Landesregierung enthält Informationen hinsichtlich personeller Verflechtungen von Bündnis Fulda stellt sich quer e.V. mit der vom Verfassungsschutz beobachteten Deutschen Kommunistischen Partei sowie eine jahrelange DKP-Mitgliedschaft seines Vorsitzenden. Dieser ließ öffentlich verlautbaren, sich mit seinem Verein dafür einsetzen zu wollen, dass Parteien wie die AfD und andere bürgerliche Bewegungen der Weg in die Stadtparlamente versperrt werde. Meine Damen und Herren, ist angesichts dieser Umstände die Frage nach der Angemessenheit des Gemeinnützigkeitsstatuses dieses Vereins nicht überaus geboten? Lassen Sie mich hierzu § 6 Absatz 2 der Vereinssatzung zitieren. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereines an die Bundesvereinigung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten. Zitat Ende. Zur Erinnerung, hierbei handelt es sich um genau diejenige Organisation, mit der genannte Abgeordnete und die SPD sich solidarisch erklärten. Der Bund der Antifaschisten wird sowohl vom Bayerischen als auch Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz, Zitat, linksextremistisch beeinflusst eingestuft. Zur Abrundung des Bildes sei noch angemerkt, dass dem Verein des Jahres im Jahres 2019 aus diesem Grund seitens des Finanzministeriums Berlin der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Liebe SPD, ich beglückwünsche Sie zu solchen Verbündeten. Es bleibt festzustellen, die gewonnene Wirklichkeitserkenntnisse stehen dem per Satzung definierten Anspruch des Vereins, parteipolitisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängig zu sein, diametral gegenüber. Vor dem Hintergrund dieser Faktenlage ist die Reaktion der Fraktion der SPD auf mein Auskunftsersuchen in Form ihrer Kleinen Anfrage überaus bemerkenswert einzustufen. Das Format der darin gestellten Frage stellt nämlich eine unzulässige Überdehnung des Ermessensspielraumes dieses parlamentarischen Instruments dar, welches durch die Bestimmungen des § 35 der Geschäftsordnung des Landtages gegeben ist. Einem unvoreingenommenen Leser, denn bekanntlich ist ja der Wortlaut Kleiner Anfrage jedem Bürger zugänglich, suggerieren die Fragen der Fraktion der SPD, dass Vereine wie dieser förderungswürdige Beiträge zur Stärkung unserer demokratischen Strukturen leisten und diese von der Neutralitätspflicht unterliegenden Landesregierung anerkannt werde und daher weiterhin sicherzustellen sei. Als Stilmittel bedient sich die Fraktion der SPD hier mit der Suggestivfrage. Diese wird bekanntlich nicht zum Zweck eines anzustrebenden Erkenntnisgewinnes zum Einsatz gebracht, sondern zumeist mit der Absicht einer Verunglimpfung und Diffamierung von Personen, Positionen bzw. Organisationen. Als hierfür exemplarisch gebe ich Ihnen Frage Nummer 2 zur Kenntnis.
teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die AfD mit ihren Aktivitäten gegen die Grundsätze der Förderung der Hilfe für politisch, ethnisch und religiös Verfolgte, für Geflüchtete, Vertriebene und Menschen mit Handicap, die Förderung des Andenkens, Dankeschön, an Verfolgte sowie die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz, der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens verstößt. Zitat Ende. Das erhoffte Ja auf diese Suggestivfrage durch die Landesregierung ist jedoch unterblieben, deren Sachlichkeit, Rechtskonformität und Neutralität in den Antworten an dieser Stelle ausdrücklich positiv von unserer Seite hervorgehoben wird. Warum bedienen Sie sich dieses Mittels? Ich sage es Ihnen. Sie verfolgten das Ziel, Personen bzw. Organisationen, welche Gegengewichte zu der um sich greifenden kulturmarxistischen Ideologie darstellen, die Legitimität ihrer Position abzusprechen und dadurch aus dem öffentlichen Diskursraum zu verdrängen. Da dies bei strikter Anwendung der Regeln des rationalen Diskurses nicht gelingen kann, und das wissen Ihre Chefideologen ganz genau, versuchen Sie ersatzweise mit Unterstellungen, Polemik und Behauptungen nicht vorliegender Kausalbeziehungen den politischen Feind zu schwächen. Die damit verbundene Wirkung, Verfahren der parlamentarischen Demokratie sowie das Verfassungsorgan Hessischer Landtag zu entwerten, nehmen Sie dabei als Kollateralschaden billigend in Kauf. Schämen Sie sich! Und zum Abschluss: Mit unserem Entschließungsantrag fordern wir das Hohe Haus unter anderem dazu auf, sich die Verpflichtung aufzuerlegen, die unbedingte Befolgung der Bestimmungen seiner Geschäftsordnung durch seine Abgeordneten stärker als bisher einzufordern und durch einen geeigneten Sanktionsmechanismus zu ergänzen. Herr Kollege, die Geschäftsordnung ist gerade gegen Sie. Ich danke für Ihre Geduld. Ich bitte, dass Sie noch hierbleiben, Herr Kollege. Ich wollte Ihnen einfach mal, damit wir das ein bisschen besser aussprechen, das nächste Mal ein Bild von Frau Kollegin Sabine Waschke zeigen. Dann wissen Sie, dass sie erstens so aussieht, dass sie zweitens in dieser Reihe sitzt mit dem gelben Pulli und dass sie zum dritten Waschke heißt und nicht irgendwie anders. Okay, danke schön. Dann ist ja alles schon wieder gelöst. Der Antrag auf Geschäftsordnung ist damit auch erledigt, habe ich mir doch gedacht. Als nächstes Kollege Frömmrich. So, du bist auf Sendung. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt muss sich das Verfassungsorgan Hessischer Landtag allenthalben fast zwei Stunden hier mit diesem Mimimi der AfD befassen. Das oberste Verfassungsorgan des Landes Hessen ist hier die Mimimi-Bude der AfD geworden. Es ist nicht zu glauben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, was soll das? Wir haben das ja schon des Öfteren erlebt. Wir haben es im Ältestenrat erlebt. Wir erleben das im Präsidium. Beschwerden über Redebeiträge, ob das richtig gewesen ist, ob die Zwischenrufe richtig waren, ob die Ordnungsrufe richtig waren, ob die Rügen richtig ausgeteilt worden sind. Wissen Sie was? Wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, als das zum Inhalt der Politik hier im Hessischen Landtag zu tun, dann sind Sie wirklich arm dran, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Wir sind hier, sowohl der Ältestenrat als auch der Hessische Landtag und das Plenum, wir sind nicht der Kummerkasten für Ihre falsch verstandenen Initiativen. Und außerdem will ich Ihnen hier mal eins ins Stammbuch schreiben. Von Leuten, bei denen der Aluhut, die Reichskriegsflagge, Bilder mit Sträflingskleidung von Politikern und von Journalisten zum politischen Repertoire gehören, brauchen wir keine Ratschläge über Sitten, Gebräuche und Moral im Hessischen Landtag. Was wollen Sie mit dieser Initiative erreichen? Ich frage mich des allen Ernstes. Initiativen der Fraktionen werden in den Fraktionen geschrieben und auch da beschlossen. Da kann man sagen, dass einem das nicht gefällt, dass man es anders gemacht hätte oder dass die Zielrichtung eine falsche ist. Aber entscheidend tun das bei uns die Fraktionen im Hessischen Landtag. Dann werden diese Initiativen eingereicht.
Und dann prüft die Verwaltung und der Präsident, ob es den formalen Kriterien entspricht. Und wenn der Präsident und die Verwaltung das so gesehen haben, dann sind das Initiativen des Hessischen Landtags und werden dann von der Landesregierung beantwortet. So ist der Gang in unserer parlamentarischen Demokratie. Vielleicht sollten Sie noch einmal in die Geschäftsordnung für den Hessischen Landtag gucken. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Wie in Ihrer Welt sollte jetzt irgendwo eine Behörde geschaffen werden, wo wir die Initiativen der Fraktionen abgeben? Die schauen dann, ob sie richtig und für die AfD konform eingereicht werden bzw. geschrieben werden. Ist das Ihre Vorstellung von parlamentarischer Demokratie? Das ist vielleicht bei Putin so. Es ist aber in der Bundesrepublik Deutschland und in der parlamentarischen Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland nicht üblich. Liebe Kollegen von der AfD, und wenn man sich das so anschaut, was Sie da so alles aufgeschrieben haben, da wundert es einen ja schon, wenn Sie über Sitten und Gebräuche reden wollen. Und wenn Sie darüber reden wollen, dann will ich das gerne mit Ihnen tun, über Sitten und Gebräuche in der parlamentarischen Demokratie und über die Moral in der parlamentarischen Demokratie. Über die Moral, doch, das gehört dazu. Das gehört dazu. Moral und über die Sitten. Was ist denn eigentlich an Moral und was ist denn eigentlich die Sitte der parlamentarischen Demokratie, wenn man großspurig ankündigt, man will keinen Dienstwagen, weil das ist eine Luxuskarosse, und dann fängt man an, das kleinheimlich wieder zu machen, die Leute, die Öffentlichkeit, die Menschen hinter die Fichte geführt. Ist das Ihre Auffassung von Sitte und Moral in der parlamentarischen Demokratie, Kollegen von der AfD? Noch einmal über Sitten und Gebräuche in der parlamentarischen Demokratie, die eigenen Mitglieder der Fraktion zu bespitzeln, Akten anzulegen, hier Sitten einzuführen, wie sie die Stasi nicht besser gemacht hat. Wir haben ja heute schon von Schnüffeln gehört. Die haben dann natürlich noch Geruchsproben hinterlegt. Das war vielleicht hier der Einwand, der hier vorhin vorgetragen worden ist. Sie beschnüffeln, Sie bespitzeln Ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen und wollen uns was über Sitte und Moral im Hessischen Landtag erzählen. Geradezu absurd. Geradezu absurd, meine Damen und Herren. Und Rainer Rahn, der gehört ja zu Ihrer Truppe. Und ich will mal ein Zitat über Sitte und Moral in der parlamentarischen Demokratie von Herrn Rahn, der ja zu Ihrer Truppe gehört, mal zitieren. Als 10 Menschen in Hanau gestorben sind, ermordet wurden, sagt Herr Rahn, Shisha-Bars sind Orte, die vielen missfallen. Mir übrigens auch. Wenn jemand permanent von einer Einrichtung gestört wird, könnte das irgendwie auch zu einer solchen Tat beitragen. Zitat Ende. Ist das Ihre Auffassung von Sitte und Moral hier in einer parlamentarischen Demokratie? Sie sollten sich schämen, Kolleginnen und Kollegen. Sie sollten sich schämen. Oder einer, der auch zu Ihrer Truppe gehört, Markus Fuchs, Mitglied im AfD-Landesvorstand in Hessen, der sagt im Römer zu einer Kollegin der Linkspartei, Menschen mit Menstruationshintergrund. Ist das Ihre Auffassung von parlamentarischer Demokratie und von guten Sitten und von Moral? Und Sie lachen hier auch noch. Sie sollten sich schämen über solche Aussagen Ihrer eigenen Kollegen. Der Herr Kahn. Es gibt überhaupt keinen Kontext. Vielleicht reden Sie darüber nach. Ja, es ist eben peinlich. Und jetzt sind Sie ertappt. Sie haben hier zwei solche Punkte hier im Landtag aufgerufen. Und Sie sind jedweder moralischen oder sittlichen Beurteilung. Sind Sie nicht gerechtfertigt, was Sie hier machen, Kollegin von der AfD? Sie nicht. Und über die Zustände in Ihrer eigenen Fraktion kann man sich ja nur wundern. Da sagt Herr Kahnt zu dem PGF Dr. Grobe, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie Krieg. So ist Parlamentarismus, wie ihn sich die AfD vorstellt. Oder aber die Kollegen der Fraktion, die sich mit
die sich mit offen rechtsextremistischen Leuten treffen. Ich will da mal drauf eingehen. Es waren doch Mitglieder Ihrer Fraktion, die sich gemeinsam mit jemandem getroffen haben, der in Darmstadt Menschen mit Migrationshintergrund angegriffen hat. Das waren drei Mitglieder Ihrer Fraktion, die das gemacht haben, mit einem Rechtsextremisten, mit einem Rassisten, der den Menschen als Neger beschimpft hat, der nachher noch Heil Hitler gesagt hat. Das sind Leute, die bei Ihnen in Ihrer Fraktion mitarbeiten, und Sie wollen mit uns über Moral und über Sitten im Parlament diskutieren. Sie sollten sich schämen für solche Mitglieder, die Sie in Ihren Reihen haben, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe hier noch eine ganze Reihe von Zitaten und Hinterlegungen. Da gibt es in der Bundespolitik eine ganze Menge von Ihren Leuten, die sich in unendlicher Art und Weise ausgelassen haben, die hier als Beispiele führen könnten. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, Kollegen von der AfD, Sie sind nicht die Instanz, die hier Themen wie Sitte und Moral aufrufen kann. Sie nicht. Wir diskutieren zu jeder Zeit mit Ihnen über parlamentarische Sitten, über das freie Mandat und auch über die Verfassung. Aber Sie können sich darauf gefasst machen, Sie können in diesen Debatten noch etwas lernen. Sie sind kein Ratgeber über guten Parlamentarismus und über Moral und über Anstand, schon mal überhaupt nicht, Kollegen von der AfD. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als Nächster hat für die Fraktion DIE LINKE Herr Felstehausen das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Offensichtlich machen wir in dieser Debatte jetzt genau da weiter, wo wir mit der Aktuellen Stunde aufgehört haben, nämlich, ich muss das so feststellen, im Niveau ganz, ganz unten. Und das beginnt schon damit, dass ich mir den Titel Ihres Entschließungsantrags anschaue, der da heißt Schutz des Instruments parlamentarische Initiative gegen Missbrauch. Meine Damen und Herren der AfD, ich möchte mal ganz deutlich sagen, es steht Ihnen nicht zu, zu beurteilen, was wir fragen, wen wir fragen und wie oft wir fragen. Es steht Ihnen nicht zu. Jeder freigeordnete Abgeordnete fragt in diesem Haus, was er möchte und wie er möchte. Und das wird nicht, wie der Kollege Frömmrich gerade gesagt hat, durch eine Instanz der AfD vorgeprüft. Das zum Ersten. Zum Zweiten. Wenn ich mir angucke, die Anfragen der AfD, wenn wir denn gerade schon bei Missbrauch sind, was wird denn dort alles gefragt? Jeder, der sich in irgendeiner Form mit Ihrer Position, mit Ihrer Partei, mit Ihrem Rassismus auseinandersetzt, überziehen Sie mit Anfragen. Ich nenne da die Asten der Universitäten, ich nenne den Arbeiter-Samariter-Bund, ich nenne als Letztes die Kirchen, wo Sie jetzt gerade dabei sind, in Frage zu stellen, ob die Kirchengemeinde zu wählen. Es gibt kaum eine gesellschaftliche Organisation, wo Sie nicht der Meinung sind, diese in den Mittelpunkt Ihrer Anfragen zu stellen, um sie in irgendeiner Form zu diskreditieren. Was nachher dabei rauskommt, vielen Dank dafür, haben Sie gerade bei der Initiative aus Fulda hier sehr schön vorgeführt. Das ist der Grund Ihrer Anfragen. Und Sie meinen tatsächlich den Titel Schutz des Instruments parlamentarische Initiative gegen Missbrauch hier aufrufen zu wollen. Ich glaube, also da ist wirklich nicht mehr viel zu sagen an dieser Stelle. Es ist unwürdig für ein Parlament, dieses so in dieser Form zum Thema zu machen. Aber natürlich, wir könnten uns jetzt lange darüber noch weiter auslassen. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, erst Ihre Aktuelle Stunde und jetzt das, ich habe mich gefragt, was steht da eigentlich hinter? Was treibt Sie eigentlich dazu, diese Themen hier zu setzen? Ja, hier vorne hängt eine Kamera. Wahrscheinlich schneiden Sie 43 Sekunden zurecht
um es dann bei PI News oder weiß der Geier wo dann zu verbreiten, ihre Opferansicht. Aber ich glaube, es ist etwas anderes. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir können feststellen, die AfD ist eine gescheiterte Partei. Die AfD ist gestartet. Die AfD ist gestartet als Anti-Euro-Partei. Da ist nicht mehr viel von über. Die AfD hat fortgesetzt ihre rassistische Hetze gegen Geflüchtete. Die Mehrheitsgesellschaft hat ein deutliches und überzeugendes Signal dafür gesetzt, wie wir zur Aufnahme von Geflüchteten in diesem Land stehen. Sie sind eine verschwindende Minderheit an dieser Stelle. Und zum Schluss wollen Sie jetzt, weil Ihnen diese Themen abhanden kommen, zum Schluss laufen Sie jetzt der Corona-Welle hinterher, zusammen mit der NPD, zusammen mit Reichsbürgern, Esoterikern und Aluhutträgern. Und meinen tatsächlich, dort die letzten Getreuen einsammeln zu können. Ich kann nur sagen, Sie haben oder die Veranstalter, an der Sie sich so stark beteiligt haben, Sie haben aufgerufen gemeinsam zu einem Sturm auf Berlin. Sie haben zusammen mit den Veranstaltern zu einem Sturm auf Berlin aufgerufen. Ich möchte Ihnen einmal Folgendes sehr deutlich sagen. Der letzte Sturm auf Berlin hat 1945 unter der Leitung von Marschall Schukow stattgefunden. Und ich bin froh, dass er diesen Krieg zusammen mit den Alliierten gegen Ihre Leute gewonnen hat. Das möchte ich an dieser Stelle einmal ganz deutlich sagen. Ich glaube, zu der Art und Weise, wie Sie hier versuchen, diese Redezeiten zu nutzen, mit einem Mimimi, mit einer Selbstinszenierung als Opfer. Ich glaube, was Sie hier versuchen, ist zu tauschen die Täter- und die Opferrolle. Und ich glaube, gemeinsam werden wir Ihnen genau dieses an dieser Stelle nicht durchgehen lassen. Kollege Frömmrich hat eben angefangen, auf weitere Beispiele hinzuweisen. Ja, alle Vertreter der anderen Parteien könnten diese Liste beliebig fortsetzen. Wir haben sie erlebt, als sie hier hetzten gegen den Kollegen der SPD, indem sie vorgeworfen haben, da sitzen die Freunde der Antifa, das ist die rote SA. Wir haben diese Sachen alle noch in den Ohren. Sie haben Herrn Weiß, Sie haben behauptet, Sie hätten ein Foto von Herrn Weiß, all das, um Menschen persönlich zu diskreditieren. Ich glaube nicht, dass das das Niveau ist, auf dem wir uns hier bewegen sollten. Und wenn Ihnen dieses Thema Schutzinstrument des Instruments parlamentarische Initiativen gegen Missbrauch, wenn das wirklich das letzte Thema ist, was Sie hier aufbieten können, dann bin ich eigentlich fast froh, dass es das letzte Thema ist, weil es zeigt, wie Ihre Lage ist. Ihnen fehlen Themen, Ihnen fehlen Lösungen, und jetzt begeben Sie sich in die Opferrolle. Aber das lassen wir nicht durchgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Festerhausen. Ich glaube, dass wir alle gut beraten sind, auch wenn wir jetzt schon anderthalb Stunden uns mit diesen Themen beschäftigen. So Ihre Leute sind 45 Gott sei Dank besiegt worden. Ich glaube, Sie wissen, wie man das auslegen kann. Ich will jetzt gar nichts rügen. Ich will nur mal ein bisschen für uns alle bitten, dass wir, aber genauso bitte ich auch, dass nicht dauernd dazwischen gerufen wird, die SED, weil in dem Hessischen Landtag gibt es keine Fraktion der SED. Es gibt eine Fraktion der Linken. Fertig. So, Günter Rudolph, du wirst das jetzt bestimmt, Sie werden das jetzt bestimmt alles wieder gut machen. In der Zeit kann ich vielleicht noch sagen, das ist heute Morgen schon mal verkündet worden, da ich heute Morgen auch nicht hier war. Wir haben da oben eine genehmigte Kameraführung von Kinderreportern für ZDF Kindernachrichten Logo. Lassen Sie sich bitte nicht irritieren. Das haben wir alle so, jedenfalls der Präsident hat es genehmigt. Und bisher haben Sie sich auch alle gut benommen. Vielen herzlichen Dank und ein guter Bericht. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was ist Anlass der Debatte? Eine kleine Anfrage der
Kolleginnen Nancy Faeser, Tobias Eckert, Karin Hartmann, Oliver Ulot, Sabine Waschke und von mir zum Thema Gemeinnützigkeit eingetragener Vereine gegen Rechtsextremismus. Es geht hier konkret um den Verein Fulda stellt sich quer. Wir sind der Auffassung, dass dieser Verein einen wichtigen, wertvollen gesellschaftlichen Beitrag zur Stärkung demokratischer Strukturen leistet. Dieser Verein wie andere solidarisieren sich mit den Menschen, wo Gewalt und Hetze gegen Minderheiten auftreten. Und das haben wir ja in den letzten Monaten in erschreckender Art und Weise feststellen müssen. Und deswegen mein herzlicher Dank an die engagierten Mitglieder des Vereins Fulda stellt sich quer, stellvertretend für all die anderen, die für unsere Demokratie eintreten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, diese kleine Anfrage beruht auf der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages. Das ist ein parlamentarisches Instrument, das genutzt wird. Und da lassen wir uns auch nicht von den Rechtspopulisten der AfD vorschreiben, ob und wann wir sie nutzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür ist die Geschichte der SPD viel zu alt. Wir mussten schon viel ertragen. Aber Sie werden uns niemals vorschreiben, was wir im Parlament hier abfragen und gegenüber der Landesregierung sagen. Sie nicht. Sie nicht. Und das, was der Abgeordnete vorhin bei der Einbringung gesagt hat, auf dieses wirre, unsinnige Zeug will ich in der Sache gar nicht eingehen, weil das ja aufgewertet wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Antwort der Landesregierung, ich sage mal, schon ein bisschen bürokratisch gegeben. Bei dem Thema ist das an der einen oder anderen Stelle auch nicht einfach. Naja, man kann schon hier und da klar Position beziehen. Das, was Steuergeheimnis betrifft, ist zu beachten. Da gibt es auch die ein oder andere Auseinandersetzung mit Vereinen. Das ist auch nichts Neues. Findet in Hessen, findet in anderen statt. Und deswegen, meine Damen und Herren, möchte ich uns und Ihnen die Zeit schenken, dass wir uns nicht mit dem Unsinn der AfD auseinandersetzen. Sie wollen uns unter Druck setzen. Sie wollen verhindern, dass wir solche Anfragen stellen. Das wird Ihnen naturgemäß nicht gelingen. Das zeigt ja nur, es geht Ihnen gar nicht um die Sache. Und deswegen ein herzliches Dankeschön. Fulda stellt sich quer. Machen Sie weiter so. Wir jedenfalls lassen uns von der AfD nicht entmutigen, schon gar nicht unter Druck setzen. Die Demokratie ist ein viel zu hohes Gut, um dass wir uns nicht dafür einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes ist der Kollege Müller von der CDU bei mir. Ach, da ist er. Jetzt habe ich ihn ganz falsch gesucht. Sie haben das Wort. Ich kann gleich sagen, und danach ist Herr Grumbach auf dem Zettel. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 620 Kleine Anfragen hat die AfD-Fraktion in dieser Legislaturperiode bisher gestellt. Und von den 620, ich habe mir die Mühe gemacht gestern Abend, von diesen 620 Fragen waren 50 mit einem politisch inkriminierenden Inhalt, wenn ich die Maßstäbe von Ihnen zugrunde lege, belegt. Also von daher weiß ich nicht, worüber wir wirklich reden. Aber worüber ich rede, weiß ich deshalb, weil ich Ihnen eine kleine, kurze Geschichte erzählen möchte. Die Geschichte beginnt damit, dass mein Vater, 15 Jahre alt, eingezogen worden ist in den Krieg. Und er musste nach Norwegen und hat Dinge erlebt, über die er später nur ganz zögerlich erzählt hat. Aber er hat mir etwas mitgegeben aus dieser Erfahrung. Er hat mir mitgegeben, Junge, kämpfe immer für das, was Freiheit und Demokratie ist. Und er hat mir das Beispiel von Otto Welz erzählt. Otto Welz, Fraktionsvorsitzender der SPD im Reichstag, der letzte Aufrechte, der gegen das Ermächtigungsgesetz gekämpft hat. Und wissen Sie, was Sie mit diesem Antrag machen, ist ein unmittelbarer, brutaler, bösartiger Angriff auf das, was Freiheit bedeutet. Und ich sage Ihnen auch, warum das so ist. Sie sagen nämlich, Sie wollen prüfen, inhaltlich, was Abgeordnete fragen. Ich muss die Frage nicht gut finden. Ich muss auch den Verein nicht gut finden. Muss ich alles nicht. Aber ich muss die Freiheit der Abgeordneten gut finden, die diese Frage stellen dürfen und können. Und Sie wollen tatsächlich, dass der Landtag, der Hessische Landtag, eine Frage eines oder von frei gewählten Abgeordneten missbilligt.
Das ist das letzte Mal passiert im Preußischen Landtag von der NSDAP, die damit begonnen hat, mit genau solchen Dingen. Das muss man an dieser Stelle wissen. Man muss einfach mal in die Geschichte schauen. Genau mit solchen Dingen die demokratischen Rechte immer mehr zu verengen, einzuengen. Es war übrigens in der DDR nicht anders. Einzuengen, zu verhindern, dass Fragen dazu genutzt worden sind, deutlich zu machen, was im Staate möglicherweise falsch ist oder was anders hätte laufen können. Noch einmal, man muss nicht Fragen mit den Inhalt teilen, aber man muss das Recht schützen. Und von daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, denken Sie doch einfach mal nach, was Sie machen. Sie wollen wirklich wörtlich, der Landtag verurteilt das, sagt, das geht nicht. Es sei parlamentarische Sitte. Sie wollen eine parlamentarische Sitte bei Fragen postulieren. Was ist das für eine Ansicht von freiem? Was ist das für eine Ansicht von freier Betrachtungsweise? Und wissen Sie was, Herr Kollege Scholz, es geht nicht um Stil. Ihr Stil ist auch nicht so, dass ich mir darüber Gedanken machen möchte, sonst wird mir vielleicht übel. Das muss ich an dieser Stelle gar nicht thematisieren, sondern es geht nicht um den Stil. Es geht um die Freiheit und das Recht von, auch von Ihnen, Dinge zu machen, Fragen zu stellen und zu argumentieren. Ich muss es nicht teilen, aber ich muss Ihre Freiheit verteidigen an dieser Stelle. Und Herr Scholz, dann stellen Sie sich jetzt ernsthaft hierher und sagen, und jetzt wird Tacheles geredet. Was ist das für eine widerliche Arroganz gegenüber frei gewählten Abgeordneten? Das ist unerträglich. Das ist unerträglich. Nein, nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht, weil Sie vermengen ja ganz bewusst ein politisches Thema mit dem Freiheitsthema. Das eine hat mit dem anderen aber gar nichts zu tun. Noch einmal, Rosa Luxemburg, ich werde die Freiheit der anderen so lange verteidigen, dass es immer das Recht auch des anderen gibt, etwas zu sagen. Ansonsten habe ich keine Übereinstimmung mit ihr. Aber das ist etwas, wo wir uns... Das ist etwas, nee, das kommt nicht, Herr Kollege. Da ist mir das Freiheitliche viel zu wichtig. Und insoweit bin ich ein freundlicher Anhänger der Hufeisentheorie, also kommen Sie auch nicht davon. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht hier darum, deutlich zu machen, die Freiheit der Parlamentarier, die Freiheit der Rede, die Freiheit der Meinung, das ist das, was wir zuvörderst zu schützen haben und was die Landesregierung auch respektiert. Deshalb beantwortet sie diese Fragen ohne Wertung, ob Inhalt oder nicht. Und deshalb sage ich Ihnen ganz deutlich, wir, und da meine ich die Sozialdemokratie ausdrücklich mit, wir sitzen in einem Boot, in dem wir schwimmen. Das ist das Boot der Demokratie. Und in dem rudern wir gleichmäßig. Wir haben möglicherweise eine Frage, ob der Wind von der einen oder der anderen Seite wehen könnte. Aber wir rudern gemeinsam und werden immer verteidigen miteinander, die wir hier uns Demokraten nennen, dass diese Rechte und diese Freiheiten beschützt werden. Und deshalb Tacheles reden, wenn Abgeordnete fragen. Das war zuletzt bei Hermann Göring im Preußischen Landtag genau der übliche Sprachschatz. Ich empfehle einfach mal, Geschichtsbücher zu lesen, anstatt hier zu schwafeln. Ich bedanke mich. Herr Müller, vielen Dank. Ich habe schon Kollegen Grombach aufgerufen. Hatte zwar vergessen, dass Kollege Lenders sich gemeldet hat, aber jetzt sind Sie erst dran. Das passt ganz gut in unsere Arbeitsteilung, weil in der Tat die AfD stellt mich als Demokraten vor ein Problem. Als Demokrat ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Sie reden können, was Sie meinen. Als Demokrat ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Sie Anfragen stellen, welche auch immer Sie stellen wollen, solange Sie die Verfassung nicht infrage stellen. Und als Demokrat ist es meine Aufgabe, Ihnen entschieden zu widersprechen. Und zwar nicht in der Frage, dass ich jetzt auf Ihnen raufhauen muss, sondern einfach in ganz schlichten Punkt, was heißt Ihre Forderung denn eigentlich? Wenn Sie sagen, der Landtag, und insofern schließe ich das perfekt an meinem Vorredner an, wenn Sie sagen, der Landtag muss darüber entscheiden, welche Fragen ein Abgeordneter stellen kann, in welcher Form, gibt es dafür einen Namen. Der Name lautet Zensur. Und mit Verlaub, in einer Demokratie findet Zensur nicht statt. Und es gehört zu unseren Aufgaben, das zu ertragen, sie zu ertragen. So, ganz schlicht. Zweiter Punkt. Viele von uns, die etwas älter sind, sind, auch das passt zum Vorredner,
aus unterschiedlicher Weise von ihrer Elterngeneration geprägt, die im Krieg waren, die ein System zum Teil unterstützt haben und hinterher nicht mehr verstanden haben, was da eigentlich mit ihnen passiert ist, die sich lange damit auseinandergesetzt haben, die lange darüber geschwiegen haben und erst spät haben reden können, aus unterschiedlichen, aus der Täter- und der Opfersicht. Ich will das gar nicht, beide haben ihre Last getragen, ich will sie nicht gleichsetzen, aber ich will nur sagen, so, und das hat dazu geführt, dass ich bin 52 geboren, dass die Menschen in meiner Altersklasse den Satz nie wieder für einen der zentralen Punkte halten von Politik. Und an der Stelle kommt dann wieder sie ins Spiel, weil die Mechanismen von Politik, mit der man versucht, eine Demokratie zu unterhöhlen, sind beschreibbar. Zu dem Mechanismus gehört, dass derjenige, der angreift, sich zum Opfer macht. Das haben wir oft genug erlebt. Zu dem Mechanismus gehört, dass derjenige, der die Freiheit einschränken will, über die Einschränkung seiner eigenen Freiheit redet. Zum Mechanismus gehört, dass Menschen, die anderer Meinung sind, persönlich verunglimpft werden. Und genau diesen Mechanismen werden wir in diesem Landtag widerstehen müssen, wenn wir die Demokratie bewahren, wenn wir dieser Gesellschaft widerstehen müssen. Das ist unsere zentrale Aufgabe. Und nun sage ich was zu einem Punkt, wo wir schon mal in einer ganz anderen Konstellation als Sozialdemokraten ein Problem hatten. Ich will dem nämlich gar nicht ausweichen. Sie haben die VVN angesprochen. Und wir haben in Hessen als Sozialdemokraten mit diesem Verein ein Problem gehabt über lange Jahre, das auch ein Zwiespalt darstellte. Weil natürlich hat die VVN in der Frage, wie verteidigen wir ein Unrechtssystem, manchmal eine Rolle übernommen, die wir als Demokrat nicht teilen konnten. Aber was Sie einkalkulieren müssen, ist, fast alle Menschen, die lebend aus den KZs zurückgekommen sind, der Hessischen Sozialdemokraten, sind dem Verein nach dem Zweiten Weltkrieg beigetreten. Der Oberbürgermeister der Stadt Georg Spuch war lange Jahre sozusagen im Vorstand dieser Vereinigung, weil sie geglaubt haben, dass genau das Nie wieder wichtiger ist als sozusagen alles Trennende. Und zu dem stehen wir dann aber auch. Und wir stehen auch dazu, dass Leute in der Frage, wir müssen Demokratie dauerhaft verteidigen, manchmal Bündnisse schließen, die wir mit unserer demokratischen Auffassung nicht geschlossen hätten. Deswegen wollen sie eine Distanzierung von den alten Männern, die aus dem KZ zurückgekommen sind, und den alten Frauen selbst dann nicht kriegen, wenn wir zugeben müssen, dass die VVN ein paar Dinge mitgetragen hat, die wir für untragbar halten. Doch das gehört dann eben auch zur Demokratie und das gehört auch zum Zwiespalt, wenn man sie verteidigen will auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit den Menschen gut umgeht, die unter undemokratischen Zuständen gelitten haben. Herzlichen Dank. Jürgen Lenders. Für die Fraktion der Freien Demokraten ist die letzte Wortmeldung, die ich bisher aus dem Plenum habe. Herr Lenders, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, man könnte ja denken, das wäre eine klassische Diskussion der parlamentarischen Geschäftsführer. Da muss man sich den Antrag aber noch etwas genauer anschauen. Zur Geschäftsordnung kann ich den Kollegen von der AfD nur sagen, vielleicht müssen Sie das noch erst einmal erfahren, aber die Geschäftsordnung des Hessischen Landtages, da kommen die parlamentarischen Geschäftsführer am Anfang der Legislatur zusammen und vereinbaren sich im Prinzip auf die Spielregeln, über die wir in der ganzen Legislatur, an die wir uns dann versuchen zu halten. Und da das hat auch einen guten Grund, dass dort alle Fraktionen eingebunden werden, weil für alle das gleiche Recht und für alle die gleichen Pflichten gelten sollen. Und da wird auch niemand ausgenommen. Was die Kleinen Anfragen anbelangt, ist es ganz klar an der Geschäftsordnung geregelt. Und gerade der Kollege Frömmrich und auch der Herr Müller haben ihn versucht, mal darzulegen, wie dieses Instrument der Kleinen Anfrage funktioniert. Und das, was Sie kritisieren, führt genau zu dem, was der Herr Müller Ihnen versucht hat, eben zu beschreiben. Wenn man Ihrem Weg folgen würde, wären die Rechte jedes einzelnen Abgeordneten hier eingeschränkt.
Die parlamentarische Arbeit des Abgeordneten würde damit einen schweren Schaden bekommen. Genau das ist das, was Sie im Grunde hier als Inhalt uns mitgeben. Und meine Damen und Herren, vielleicht sollte die AfD, Sie sind relativ neu, Sie sind jetzt auch schon 2 Jahre dabei, aber normalerweise würde ich dann immer sagen, okay, Sie können auch nicht alles wissen. Aber alleine bei der Frage zum Beispiel, wie Sie Anträge formulieren, Sie fordern zum Beispiel jetzt in den Haushaltsberatungen die Landesregierung auf, ein Gesetz zu ändern, ein Gesetz, das Sie selber auf den Weg gebracht haben. Da kann ich mir sagen, irgendwie haben Sie Ihre eigene Aufgabe noch nicht so richtig verstanden. Also Gewaltenteilung heißt eben auch, dass Sie als erste Staatsgewalt, dann müssen Sie doch den Gesetzentwurf einbringen. Sagen Sie doch nicht, die Landesregierung soll für Sie die Arbeit machen. Das ist Ihre ureigenste Aufgabe. Ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf, aber es mutet halt für alle anderen Fraktionen, die schon sehr lange dabei sind, doch etwas seltsam an. Und bei der Geschäftsordnung, also Herr Dr. Rahn von Ihnen stellt regelmäßig kleine Anfragen, ohne dass er die Fraktion nennt, und muss dann permanent von der Verwaltung korrigiert werden. Sie fordern in Ihrem Antrag Sanktionen bei sowas. Sanktionen. Muss dann der Herr Dr. Rahn dem nächsten Bußgeld zahlen, weil er die Anfrage falsch eingereicht hat? Ja, es hört sich erst mal scherzhaft an, aber für uns stellt sich die Frage, ist der Herr Dr. Rahn überhaupt noch Teil Ihrer Fraktion? Das ist doch mal eine Frage, die man sich da damit beschäftigt. Sie überlassen es der Verwaltung, das sozusagen zu korrigieren. Und meine Damen und Herren, am Ende ist das, was Sie hier fordern, eine Einschränkung der parlamentarischen Demokratie. Darüber müssen Sie sich im Klaren sein. Denn gerade die Neutralität der Landesregierung, auch in der Beantwortung der Fragen, ist ja im Grunde ein Schutz der, vor allen Dingen der Opposition. Vor allen Dingen ein Schutz der Opposition. Der andere Teil, der ist dann schon weniger vergnügensteuerpflichtig. Über Geschäftsordnung kann man lange darüber diskutieren. Sie werden Ihre Erfahrungen machen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Also, dass wir diesem Antrag nicht zustimmen werden, dürfte Ihnen jetzt schon ziemlich klar geworden sein. Aber was denn da noch drin steckt, ist ja, deswegen war mir auch die Zielrichtung nicht so ganz klar, das ist das Beschäftigen mit dem Verein Fulda legt sich quer. Ich will Ihnen sagen, auch meine Parteifreunde vor Ort, auch mein Kreisverband hat sich an den Aktionen des Bündnisses beteiligt. In Ihren Augen bin ich vielleicht jetzt auch schon Kommunist, mag sein. Kann ich auch mitleben? Kann ich mitleben. Aber was ja dahinter steckt, ist ja, und da wird es ja wieder so ein bisschen perfide, ne? Da sind wir nämlich wieder bei dem Teil 1 bei der Aktuellen Stunde. Ihnen geht es ja, wenn man sich den Passus durchliest, um die Frage, ist der Verein, der sich gegen Rechtsextreme richtet, ist da eine Gemeinnützigkeit ja, da, ja oder nein? Und Ihnen wäre ja am liebsten, die Gemeinnützigkeit würde aberkannt. Das kann man ja da hinein interpretieren. Und Sie stellen ja nicht nur die Frage, ob die SPD oder einzelne Abgeordnete diese Anfrage stellen dürfen, sondern was Sie ja damit verbinden, ist, dass am liebsten diese ganzen Bündnisse keine Gemeinnützigkeit mehr haben. Und wundern sich dann am Ende ja fast noch über die Antwort der Landesregierung, die Ihnen sagen, ja, ein Blick ins Gesetz hilft da weiter. Es gibt ein Steuerrecht, da kommt man nur bestimmt weiter über die Auskünfte, was Gemeinnützigkeit ist. Aber Ihnen stinkt doch, dass es solche Bündnisse überhaupt gibt, die sich gegen Rechtsextreme richten. Das ist doch Ihr Problem. Das ist doch genau das, was mit diesem Antrag bezweckt wird. Herr Lambrou, ich habe Ihnen genau das steckt dahinter. Herr Lambrou, seitdem Sie in diesem Landtag sind, man begegnet sich ja immer in verschiedenen Gremien. Ich habe mir die Arbeit von Ihnen immer wieder angeschaut, wie Sie sich verhalten. Stimmt, es fällt auf, dass Sie versuchen, die AfD als Fraktion hier uns zu verkaufen, als eigentlich sind wir eine konservative bürgerliche Partei. Und dass Sie ja mit all diesem, was in Ihrer Partei da über Höcke und Co., was da passiert, haben Sie überhaupt nichts mit zu tun.
Aber dann passiert Ihnen eben so etwas, dass der Kollege Richter eben hier nonchalant die Reichsbürger da vor dem Reichstag als ihre Leute bezeichnet. Es passiert, das haben Sie eben gemacht. Es passiert eben, dass der Herr Dr. Grobe, ja, lesen Sie mal die Rede durch, dass der Herr Dr. Grobe eben hier in Richtung von einem SPD-Abgeordneten sagt, wir haben ein Bild von dir nach dem Motto, wir wissen, wo du wohnst. Nein, das ist dann immer doch, überhaupt nicht. Sie versuchen permanent, ich drehe überhaupt nichts drum, Sie versuchen permanent ein Bild zu stellen, dass Sie mit den ganzen Rechtsextremen nichts zu tun haben. Und immer wieder sind Sie hier der Grenzgänger. Und dann merkt man immer wieder, Sie überschreiten diese Grenzen immer wieder. Und ich weiß nicht, ob das unbewusst oder bewusst ist. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber jeder, der bei Ihnen in der Fraktion ist, der mit dem Erbe der Nationalsozialisten nichts zu tun haben will, dem steht es frei, die Partei und diese Fraktion zu verlassen, meine Damen und Herren. Dem steht es frei. Ich glaube immer noch an jeden Einzelnen, dass er damit sich nicht gemein machen will, was im Dritten Reich passiert ist. Aber dann ziehen Sie auch die Konsequenzen, dass die AfD sich von diesem Erbe endgültig distanzieren kann. Den Glauben habe ich verloren. Vielen Dank. Herr Kollege Lenders, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich gucke gerade, Frau Wissler ist auch nicht auf dem Weg noch einmal hierher, so wie vorhin bei der anderen. Damit ist die Tagesordnung zu dem Entschließungsantrag soweit abgearbeitet, dass wir keine Wortmeldungen mehr haben. Und die Abstimmung, wenn ich das richtig sehe, findet nachher alle gemeinsam statt. Jetzt kommt eine schlechte und eine gute Nachricht. Zuerst die schlechte Nachricht. In der jetzt gleich beginnenden Mittagspause kommt die Parlamentarische Kontrollkommission Verfassungsschutz zusammen im Raum 301p. Für die Mitglieder ist das sicherlich sehr erfreulich. Für uns alle ist erfreulich, dass die Sitzung jetzt unterbrochen wird und um 15.45 Uhr, also in einer Stunde, wieder weitergemacht wird. Vielen herzlichen Dank und guten Appetit.